Heute zeige ich, wie man in Affinity Designer das Knotenwerkzeug benutzt. Ich gehe hier links jetzt mal auf Zeichenstift und zeichne mir irgendeine Linie auf. Wenn ich jetzt entweder A klicke oder hier links das Knotenwerkzeug auswähle, dann kann ich mit der linken Maustaste jetzt diese einzelnen Punkte verschieben, so wie ich es möchte. Die zweite Funktion des Knotenwerkzeugs sind diese Hilfslinien mit Punkten. Diese kann ich entweder im Kreis verschieben oder auch in der Länge. Wenn ich jetzt den Knotenpunkt mit der linken Maustaste auswähle und die Shift-Taste gedrückt halte, dann kann ich meinen Punkt 45 Grad nach rechts oder nach links verschieben. Man kann auch gerade Linien dadurch kreieren. Wenn ich an der Hilfslinie einen Punkt auswähle und Shift drücke, dann sehen wir, dass sich jetzt nur eine Seite der Kurve verändert. Wenn ich dasselbe mache, nur mit Alt, dann lässt sich nun unsere Hilfslinie radial um 360 Grad verändern. Und der zweite Unterschied ist, dass wenn ich jetzt die Kurve normal darstelle, dass wir jetzt hier eine scharfe Ecke haben. Denn als nächste Funktion können wir eine Kurve auch einfach in der Mitte bearbeiten, also mittig von unseren Knotenpunkten. Und wenn wir jetzt einen Knotenpunkt entfernen wollen, wählen wir einfach einen Knotenpunkt aus und klicken auf Löschen. Wenn ich dagegen einen Knotenpunkt hinzufügen will, klicke ich einfach in der Kurve auf einen beliebigen Punkt mit einem Doppelklick. So haben wir einen neuen Knotenpunkt eingefügt, und wenn ich jetzt meine Kurven in gerade Linien umwandeln will, dann gehe ich auf meine Knotenpunkte und dann klicke ich mit der Alt-Taste gedrückt auf einen Knotenpunkt und schon wird aus unserer Kurve eine gerade Linie. Wenn ich meine Linie jetzt fortführen will, dann wähle ich einen der beiden Endpunkte aus, wähle meinen Zeichenstift und kann nun die Kurve weiterzeichnen. Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.